Tag. Tag. Ich komme vom Elektrizitätswerk. Kann ich bitte Ihren Stromzähler ablesen? Ja, kommen Sie rein. Gartentür ist offen. Kennen Sie doch gar nicht. Ich bin die Urlaubsvertretung. Aha. Sie sind Frau Leicht? Ja. Frau Beetz ist nicht zu Hause. Haben Sie schon bei ihr geklingelt? Ja. Um die Zeit ist sie eigentlich immer zu Hause. Wahrscheinlich ist sie im Schlafzimmer, da kann sie die Klingel nicht hören. Da muss ich noch einmal vorbeikommen, wie? Ach, warten Sie einen Moment, ich gehe mal ums Haus, ich klopfe ans Fenster. Tante Irmgard? Kommen. Angeli hat den Ball verfummelt. Hier, Paula 829. Gib zu Schreiner nach vorne. Verstanden. Verstanden. Ende. Dürrmühl, Blumenstraße 10. Gib mir den Haken zurück zu Naujok. Naujok jetzt im Zweikampf mit Puricelli. Puricelli verliert den Ball. Naujok wieder im Ball. Rechts ausgegeben zu Schreiner. Ist das hier mein Büro oder eine Kneipe? Zurzeit beides. Ich möchte noch ein bisschen arbeiten. Ja, es dauert nur noch 35 Minuten. Den Ball über die Latte geschlagen. Zapf? Kein Torwart mehr im Tor. Bitte? Das wäre die sicherste Möglichkeit. Geht doch mal ein bisschen leiser. Führung zu gehen. Aber es hat schon nicht sollen sein. Ja, jetzt höre ich. Ja? Irmgard, ja? Beetz. Mit E oder AE? E. Irgendwas Beetz, ja. Dürrmühl. Das geht in Ordnung. Schönen Dank. Danke. Max, komm doch mal her. Leider? Wo siehst du denn? Ja, du komm doch mal her. Wo ist das jetzt? Ja, hat das nicht noch eine halbe Stunde Zeit? Es hat keine Zeit, Max. Bitte komm, wir müssen sofort weg. Wir müssen nach Dürrmühl. Da ist es vermutlich ein Raub. Der Junge darf auch mit. Scheiße, mitten in der Übertragung. Was heißt denn mitten in der Übertragung? Einen Tag vor meinem Urlaub. Ich stelle doch nicht immer die Bierflaschen auf meinen Schreibtisch. Schösch, das ist meine Bierflasche und da kriege ich 20 Pfennig Pfand. Ich habe heute noch viel zu tun. Sie haben noch nichts dagegen, wenn ich jetzt gehe. Es wäre mir sehr recht, wenn Sie noch ein bisschen bleiben würden. Bleiben? Weshalb? Naja, bis die Kollegen von der Krypto kommen. Das kann nicht lange dauern. Wie steht's denn? Wie, was steht? Ja, das Fußballspiel. Keine Ahnung. Ach so. Sie interessieren sich wohl nicht für Fußball? Nein. Für welche Sportarten interessieren Sie sich denn? Für Segelfliegen und Tischtennis. Was ist los? Ist was passiert? Die alte Frau Beetz ist tot. Tag, Tag. Ach ja? Und weshalb ist die Polizei hier? Weil es ein Raubmord war. Nein, nichts anfassen, bis die Beamten fertig sind, bitte. Das ist meine Tante. Das heißt, um genau zu sein, die Tante von meinem Mann. Ja. Sie wohnen auch hier in diesem Haus, ja? Ja, oben. Aha. Wer wohnt denn sonst noch in dem Haus? Wohnt niemand sonst. Nur mein Mann und ich. Aha. Haben Sie keine Kinder? Doch, eine Tochter, aber die ist schon verheiratet in Fürth. Tag, Herr Zapf. Tag, Herr Doktor. Das sieht ja furchtbar aus hier. Wo liegt die Frau? Frau Leicht, ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt ein paar Minuten in Ihre Wohnung, ja? Bitte. Herr Kommissar, kann ich jetzt endlich gehen? Ja, wenn Sie mir nur noch sagen würden, wo wir Sie erreichen können. Ewerk Lauenstadt, Nebenstelle 221. Die Lauenstadt 221. Ja, wenn noch was ist, dass wir uns an Sie wenden können. Ich danke recht schön inzwischen. Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, Spezi. Sag mal, wie sind die Spiele ausgegangen? 1-0 für uns. Ja, das ist prima. Und Sie sind? Frau Fischer. Frau Fischer, ich glaube, ich habe Sie vorhin schon gesehen. Ja. Vielleicht kann ich Sie auch einmal verhören. Warum gerade ich? Nein, Sie wissen doch vielleicht was, nicht? Sie sind ja immer da in der Gegend. Bitte schön. Ja, Frau Leicht, wo ist denn Ihr Mann? Na ja, er arbeitet, nicht wahr? Nein, der macht heute mit seiner Klasse eine Wanderung. Mit seiner Klasse? Ach, da ist er Lehrer. Ja, hier an der Volksschule. Aha. Muss überhaupt bald nach Hause kommen. Kann nicht mehr lange dauern. Wie alt war denn die Tante Ihres Mannes? 77. Witwe? Ihr Mann ist gestorben vor mindestens vor 15 Jahren, wenn es nicht schon 20 sind. Hatte sie Kinder? Ja, die hat einen Sohn. Ist im Krieg gefallen, ganz am Schluss noch in Ungarn.
Und das Haus gehört ihr? Ja. Wer wird das denn nun erben? Mein Mann und seine Schwester. Das hat sie, glaube ich, sogar testamentarisch verfügt. Ja, vermutlich ist er erstickt worden mit einem Kissen. Aber Näheres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Ja, und wann meinen Sie, dass der Tod eingetreten ist? Herr Holzmüller. Ich meine ja bloß über den Daumen gepeilt. Na, vor 24 Stunden, etwa. Spätestens im Laufe der letzten Nacht. Gut. Ich fahre jetzt nach Lauenstadt zurück. Der Halbzapf weiß ja, wo ich zu finden bin. Ist klar, Wiedersehen. Ja, Sie sind ja noch da. Hört Sie das? Na, das stört mich gar nicht. Haben Sie die Ermordete gekannt? Ja, natürlich. Ja, dann tritt es doch ein, was ich Ihnen versprochen habe. Was? Wir machen ein Verhör. Kommen Sie. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nichts gehört. Ja, aber hören Sie, wenn da drüben einer ein Fenster einschlägt und dann in das Haus reinsteigt. Wie hätte ich was merken sollen? Wir haben den ganzen Abend ferngesehen. Die alte Frau hatte ein gutes Auskommen. Finanzielle Sorgen hat die nicht gekannt. Wovon hat sie denn gelebt? Von der Rente? Nein, von ihren Mietseinnahmen und von Zinsen. Von was für Zinsen? Ja, die hatte früher am Marktplatz ein Schuhgeschäft. Und nach dem Tod ihres Mannes hat sie das verkauft. Und von dem Erlös hat sie sich Wertpapiere gekauft und von den Zinsen, die diese Papiere brachten, hat sie gelebt. Hatte sie immer viel Bargeld in der Wohnung? Das glaube ich nicht, Herr Zapf. Aber wenn Sie es genau wissen wollen, fragen Sie doch meinen Mann. Der hat Ihre Finanzen verwaltet, der weiß das ganz genau. Früher hat sie ihren Haushalt ganz allein gemacht. Bis vor ein paar Jahren, da hat sie mich gefragt, ob ich ihr nicht ein wenig Arbeit abnehmen will. Da habe ich die Wohnung geputzt. Am Montag und am Donnerstag, jeweils 2 Stunden am Vormittag. Können Sie mir sagen, Frau Fischer, ob hier irgendwas fehlt? Großer Gott, wie soll man das feststellen? Guten Tag. Guten Tag, Tag vielleicht. Ach, was macht denn die Polizei hier? Was ist denn los? Sie wissen es noch nicht. Was? Ja, was passiert ist. Was denn passiert? Ja, Ihre Tante ist tot, ermordet. In der Kommode, da liegt unter einem Stapel Taschentücher ein Portemonnaie, Inhalt eine Mark 70. Aha. Also der Täter scheint sich nur für Bargeld interessiert zu haben. Denn daneben, in derselben Schublade, da liegt nur ein Etui mit 3 Ringen und einer Brosche. Also die Brosche, die schätze ich auf über 1000 Mark. Und auch die Ringe sind nicht übel. Donnerwetter. Schloss? Ja. Das ist der Herr Leicht. Aha. Der ist eben erst gekommen. Tag, Herr Leicht. Das ist Herr Zapf, mein Chef. Ja, Sie sind ja der Neffe. Sie haben gehört, was passiert ist. Ja, entsetzlich. Ja. Wann haben Sie Ihre Tante denn zum letzten Mal gesehen? Gestern am späten Nachmittag. Da wissen Sie die genaue Uhrzeit zufällig. Ja, ja, das war gegen 18 Uhr. Hatte Ihr Besucher einen besonderen Grund? Ja, ich habe Geld gebracht. Was denn für Geld? Geld von Ihrem Konto. Ich verwalte sozusagen Ihr Vermögen, das mache ich seit über 10 Jahren. Also ich erledige alle Geschäfte für Sie. Wenn sie mal Geld gebraucht hat, dann hat sie es mir gesagt. Dann fuhr ich zur Sparkasse und hob die gewünschte Summe ab. Und wie viel haben Sie ihr gestern gegeben? 400 Mark. Ah, und was hat sie damit gemacht? Die 400 Mark hat sie in ihren Geldbeutel gesteckt. Wie lange waren Sie denn gestern bei Ihrer Tante? Wie lange? Ungefähr 10 Minuten. Können Sie sich noch erinnern, worüber Sie miteinander gesprochen haben? Worüber? Nur belanglose Dinge. Aha. Na ja, dann wollen wir mal reingehen, Herr Leicht, und nachsehen, ob irgendetwas fehlt. Ja? Bitte schön. Sag mal, Max, was hältst du eigentlich von der ganzen Geschichte? Wenn du mit mir fragst, dann haben wir die nächsten Tage sehr wenig Freizeit. Außer dir natürlich, die Köste in Urlaub. Nein, sieh dich doch mal richtig um. Ja, aber, ach so, du meinst die Unordnung? Na ja. Ja, die ist ein bisschen zu groß. Meine Fingerabdrücke auch? Mhm. Wozu brauchen Sie die denn? Schauen Sie, Frau Fischer, wir haben in dem Raum da so viele Fingerabdrücke gefunden. Wie soll man denn feststellen, welche dem Täter gehört, wenn wir ihre nicht kennen? Oder sind Sie polizeilich, fingerabdrücklich schon registriert? Aber nein, natürlich nicht. Also, wir haben Sie jetzt. Dankeschön, Sie können sich selber machen. Bitte, packen wir es, Frau Fischer. Komm uns her. Herr Leicht, wer war denn in den letzten Tagen noch hier in der Wohnung der Tante? Ich glaube, niemand. Gestern war Ihre Schwester hier. Ach ja, richtig, meine Schwester. Aha. Weshalb war die hier? Das weiß ich nicht. Ich bin ihr nicht begegnet. Ich habe am Abend erfahren, dass sie hier gewesen ist. Ja, geben Sie mir mal die Anschrift Ihrer Schwester. Anni Pfeiffer. Pfeiffer. Launstadt. Launstadt 3. Schützenstraße 74. Ihr Mann hat eine Gärtnerei. Ah ja. So, danke schön. 74. Wer hat denn einen Schlüssel zu der Wohnung hier? Ja, ich glaube niemand. Was, Sie auch nicht, Frau Fischer? Nein, wenn ich zum Putzen kam, habe ich immer geklingelt. Herr Leicht, was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich war mit meiner Frau im Kino.
So, jetzt bitte die linke Hand. Ah ja, wann sind Sie denn da weggegangen? Etwa um 7:45. Und wann sind Sie wiedergekommen? Gut, es war ziemlich spät. Es war etwa 1:30. Wir haben nämlich nach dem Kino noch ein Bier getrunken. Ah ja, dann war ja Ihre Tante gestern Abend ganz allein im Haus. So muss es sein. Danke, Herr Leicht. Was haben Sie denn in der Nachbarschaft erfahren? Überhaupt nichts. Na, das ist nicht viel, das müssen Sie zugeben. Niemand hat gehört, dass ein Fenster eingeschlagen wurde und den Täter hat auch kein Mensch gesehen. Ich konnte fragen, so viel ich wollte. Die Leute haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Haben Sie sich auch über die alte Dame erkundigt? Naja, natürlich. Sie galt als nicht sehr, sehr ängstlich, lebte sehr zurückgezogen. Ein paar Nachbarn haben gesagt, sie sei ziemlich geizig gewesen. Sie war jemand, der zum Beispiel niemals einen Groschen Trinkgeld gab. Ja, solche Schotten soll es geben. Ja, aber in einem Punkt waren sich alle einig. Sie war eine angenehme Nachbarin. Sie hat auch für Klatsch und sowas nie was übrig gehabt. Naja, jedenfalls eine harmlose alte Frau, die nie jemand was zu Leide tat. Ja, Schirsch. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ja, naja, Max, ich weiß nicht recht. Du willst doch nicht etwa... Naja, was heißt wollen? Hast du nicht gesagt, dass wegen der Geschichte in dir Mühl, dass du da deinen Urlaub unterbrechen musst? Ja, muss sein, nicht, mein Lieber, Schirsch, aber auch du bist entbehrlich. Schau, bin ja ich noch da und unser Musterschüler. Naja, es ist ja nicht deswegen, Max, es ist nur... Ich meine, was soll denn das für ein Urlaub werden mit einem unaufgeklärten Raubmord im Nacken? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Da kann man doch nicht in Ruhe dann spazieren gehen, ja, wandern, sich erholen, ausruhen. Ja, genau, du hängst den ganzen Tag am Telefon nicht und möchtest hören, wie wir weiterkommen, oder? Ja, sicherlich. Also dann, bis morgen, Schorsch. Bis morgen, Max. Wiedersehen, Herr Jung. Grüß deine Frau von mir. Ja, wenn ich zu Wort komme, gern. Das stimmt schon, Herr Zapf. Ich war bei meiner Tante so am frühen Nachmittag. Ich hatte in Dömühl zu tun und da habe ich einen Besuch gemacht und ein paar Blumen gebracht. Haben Sie Ihre Tante regelmäßig besucht? Ja, mindestens einmal in der Woche. Hatte großen Wert darauf gelegt. Wenn ich einmal längere Zeit nicht da war, dann hat sie mir das direkt übel genommen. Wenn man einer alten Frau noch eine Freude machen kann. Ja, Herr Leicht und Sie sind die einzigen Hinterbliebenen, nicht wahr? Ja. Da sind Sie ja wahrscheinlich auch die einzigen Erben. Ja. Ist die Erbschaft erheblich? Ja, meine Tante war ziemlich vermögend. Können Sie schon irgendwelche Zahlen nennen? Also so genau kann ich Ihnen das wirklich nicht sagen. Da müssen Sie schon meinen Bruder fragen. Ja, das will ich auch. Und ich möchte Sie bitten, mit uns nach Dürmühl zu kommen, Frau Frey. Jo, wenn es unbedingt sein muss. Das wäre schon gut. So, kommt sie? Ja, ja, kommt die. Zieht sich bloß was an, Mantel oder so. Ich setz mich mal hinten hin. Wissen Sie, Herr Zapf, ich habe mir was überlegt. Und zwar, wenn Sie sagen, dass es wahrscheinlich gar kein Raubmord war, so muss ich sagen, dass da doch eine Menge dafür spricht. Na, sehen Sie? Naja, abgesehen davon, dass es in der Wohnung zu unordentlich war. Ich meine, ich habe auch überhaupt kein Anzeichen dafür gefunden, dass die alte Frau sich gewehrt hätte. Da dringt nachts ein wildfremder Mann in ihre Wohnung ein und die leistet nicht mal Widerstand. Ja, was heißt denn hier nachts, Herr Jung? Und was heißt eindringen? Warum muss es unbedingt ein Mann gewesen sein? Sehen Sie mal, die Ermordete, die war 77 Jahre alt. Also viel Widerstand hätte die ja gar nicht leisten können. Ach, da kommt sie jetzt. Reden wir mal von was anderem. Ich habe nicht den Eindruck, als ob was fehlt, Herr Zapf. Ich kann mich natürlich irren. Sehen Sie, das sind die Blumen, die ich vorgestern gebracht habe. Ja, sieht fast so aus, als ob der Einbrecher etwas Bestimmtes gesucht hätte, nicht? Sonst hätte er doch die Schubfächer nicht entleert. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. So, dann fangen wir mal. Tag jetzt ab. Ah, Herr Gerler. Ja. Kann ich Sie was fragen? Ja, bitte. Könnte man annehmen, der Täter hat geglaubt, er ist allein in der Wohnung. Ja? Warum nicht? Und jetzt sucht er nach Geld, hört plötzlich ein Geräusch, dreht sich um und die alte Dame steht vor ihm. Kannst du gewesen sein? Kommen Sie, gehen Sie mal zum Wagen. Wäre natürlich möglich. Ja, und da verstehe ich eins nicht. Warum hat er sie getötet? Naja, ich meine, wenn er von ihr überrascht wurde, da hätte er doch fliehen können oder er hätte sie einschüchtern können, überwältigen, vielleicht auch niederschlagen. Ja. Aber er hat sie mit dem Kissen erstickt. Ja. Hat aus so einem kleinen Einbruch einen Raubmord gemacht. Wissen Sie, was ich denke, Herr Zapf? Nee. Er glaubt, er muss sie umbringen, weil sie ihn gekannt hat. Ach so, ja, das ist nicht ausgeschlossen, Herr Gerler. Wie weit seid ihr denn? Es sieht so aus, als ob der Michael recht hat. Tja, jedenfalls haben wir bisher noch keine fremden Fingerabdrücke gefunden. Auch keine Anzeichen dafür, dass jemand Handschuhe benutzt hat. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir noch sehr viel finden werden. Also kein Raubmord?
Dann glaube ich immer weniger, Herr Zapf. Es spricht doch so viel dafür, dass uns der Täter auf eine falsche Spur locken wollte. Deswegen hat er auch nach dem Mord die Scheibe eingeschlagen und die Schubladen auf den Boden gekippt. Wenn es kein Raubmord war, was war es denn dann? Ja, die Frage kann ich auch noch nicht so beantworten. Ja, wir müssen feststellen, wie hoch der Nachlass ist und wer die Erben sind. Hören Sie, der Herr Leicht hat ausgesagt, dass seine Tante hier in diesem Notariat ihr Testament gemacht hat. In diesem Testament, sagt er, ist vorgesehen, dass er und seine Schwester je zur Hälfte erben. Was steht denn sonst noch in dem Testament? Nichts weiter. Nur das. Ob sie noch an einen Zusatz gedacht hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie den Herrn Notar fragen. Kann schon sein. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Weil die alte Dame hier in der Kanzlei war, vor ein paar Wochen. Und mit dem Herrn Notar gesprochen hat. Worüber denn? Das weiß ich doch nicht. Das müssen Sie den Herrn Notar fragen. Ja, wann kommt er denn aus dem Urlaub? Mitte nächster Woche, am 26. Aber er muss doch telefonisch zu erreichen sein. Nein. Ja, es gibt's doch nicht. Ist doch überall Telefon. Wo ist er denn? Er ist in Polen, in den Karpaten, auf Bärenjagd. Ja, eine alte Frau lebt friedlich dahin, hat keine Feinde, kein böses Mundwerk. Wenn wir noch Informationen brauchen, noch und noch, hörst du mir überhaupt zu, Max? Aber ja, Schorsch. Musst du unbedingt unterwegs Zeitung lesen? Aber ja, Schorsch. Studier den Wohnungsmarkt. Seit wann ist das denn nicht der Wohnungsmarkt? Habe ich gesagt, dass es mich interessiert? Ja, warum bist du denn dann? Weil meine Braut es wünscht. Aha. Willst du vielleicht heiraten? Sie wünscht es. Mir interessiert es eigentlich gar nicht. Du bist doch schon seit 5 Jahren verlobt. 4. Und das reicht ja wohl auch. Das heißt doch genug. Da kannst doch du gar nicht mitreden, Schorsch. Schau, die Verlobungszeit, das war für mich eine sehr schöne und glückliche Zeit. Ich möchte nicht, dass die plötzlich zu Ende geht. Aber es ist selbstverständlich, dass wir Ihre Informationen ganz vertraulich bekommen. Ich meine, das Verhältnis zwischen dem Neffen und der Nichte dieser Frau, Frau Pfeiffer. Ach ja, das war kein schlechtes Verhältnis. Aber es kam vor, dass sie dann und wann ein paar Bemerkungen machte. Bemerkungen wie, die warten ja bloß drauf, dass ich sterbe, oder die kümmern sich bloß um mich, weil sie wissen, dass es was zu erben gibt. Ich bin doch nichts dazu gesagt. Sie wissen ja, wie alte Leute sind. Es ist schwer, ihnen alles recht zu machen. Ja, und der Herr Leicht hat also seine Tante täglich besucht? Ja, jeden Tag. Er hat für sie alle wichtigen Geschäfte erledigt. Das hat ihn natürlich viel Zeit und Mühe gekostet. Aber er hat sich nie beklagt. Er war immer höflich und zuvorkommend. Ihnen gegenüber, das kann ich mir vorstellen. Wer ist denn sonst noch in die Wohnung gekommen? Nur die Frau Leicht. Ja, sagen Sie mir, hat die Frau Beetz keine Freundinnen gehabt oder irgend sowas? Doch etliche. Aber sie hat sie alle überlebt. Tag, Frau Leicht. Sie sind's. Ja. Ich habe Schritte gehört, da wollte ich mal nachsehen, wer da ins Haus gekommen ist. Ja, ich gehe gleich wieder. Ich wollte mich nur mal ein bisschen umsehen. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Ermittlungen? Haben Sie schon eine Spur? Nein, noch keine. Was ich Sie fragen wollte, Frau Leicht, haben Sie mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass Sie an dem Abend mit Ihrem Mann ins Kino gehen wollten? Kann mich nicht erinnern. Weshalb? Ja, weil mich jeder interessiert, der wusste, dass die Tante allein im Hause war. Wer hat denn den Vorschlag gemacht, ins Kino zu gehen? Ach, das war eine Idee von meinem Mann. Als wir beim Abendessen saßen, da hat er erzählt, dass hier ein schwedischer Film läuft und dass sie im Lehrerkollegium darüber geredet haben. Den wollte er gern sehen, hat er gesagt. War der Film gut? Nicht so, wie wir dachten. War ein bisschen enttäuscht. Also wenn ihr jetzt eine Bollbus-Zesten gesagt, dann wird man schlecht, Schorsch. Ja, also wenn du uns jetzt erstmal sagst, was du über die Frau Pfeiffer erfahren hast, dann kriegst du auch was zu essen. Nur Positives, Schorsch. Na, dann sei nicht so Maulfaul. Ein bisschen mehr Einzelheiten, wenn ich bitten darf. Die Frau ist seit über 25 Jahren glücklich verheiratet, hat 2 Kinder, die sind selber schon wieder verheiratet, hätte den besten Familienverhältnis, guter Ruf, sowohl geschäftlich als auch privat. Und ihr Mann sitzt seit über 10 Jahren im Stadtrat. Nachteilig ist nicht bekannt. Ja. Ach du, hier. Da ist Russ, ja. Gehen wir gleich ins Boot raus. Doch hast du nicht. Ja, fahr mal rein. Versprochen ist besprochen. Okay. Jawohl. Ja, ja.
Jetzt habe ich aber morgens Hunger. Seit ich nicht mehr rauche, habe ich viel Appetit als früher. Das hättet ihr vorher sagen können. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Recherchen gekommen? Ja, also der Bruder ist das gleiche Musterexemplar. Ja, natürlich, ja, ja. Ein beliebter und anerkannter Lehrer, von den Kollegen sehr geschätzt, Mitglied zahlloser Vereine, Vorstand des Gesangsvereins. Sein Hobby ist das Auto, das er mindestens zweimal in der Woche wäscht und poliert, eigenhändig. Er ist ungefähr 30 Jahre verheiratet, der Ruf ist tadellos und der seiner Frau nicht weniger. Also ich habe niemanden getroffen, der ihm auch nur im Entferntesten irgendeine krumme Sache zutraut. Ja, aber trotzdem, also ich weiß nicht. Wo ist trotzdem, Josh? Ja, ich meine, wo sollen wir denn sonst suchen? Wo denn? Fragen wir was Leichtes. Was hast du zum Essen bestellt? Das ist eine Überraschung. Da bin ich gespannt. Wenn man davon ausgeht, dass wir keine fremden Fingerabdrücke gefunden haben und auch sonst überhaupt kein Zeichen dafür, dass irgendwie eine fremde Person in der Wohnung war, bleiben doch eigentlich nur vier Verdächtige übrig. Das Ehepaar Leicht, die Schwester und die Putzfrau. Ja, was hat denn der Dr. Klein gesagt? Sie litt an Angina pectoris. Ja, ja. Er sagt, es ist überhaupt ein Wunder, dass sie so alt geworden ist. Ja, dann interessiert mich eigentlich nur eine Frage, nicht wahr? Was gab's für einen Grund, eine alte Frau zu töten, deren Tod in absehbarer Zeit sowieso zu erwarten war? Wenn ich dazu mal was sagen darf, also ich glaube eigentlich, dass der Leicht mit dem Geld seiner Tante irgendwie krumme Sachen gemacht hat. Und die alte Dame ist ihm auf die Schliche gekommen und hat möglicherweise sogar gedroht, ihn zu enterben. Ja, das klingt gar nicht unlogisch, Herr Jung. Aber Michi, kannst du das beweisen? Naja, jedenfalls glaube ich, dass uns der Notar da was Interessantes sagen könnte. Ja, der kommt erst am 26. wieder zurück vom Urlaub. Ich weiß nicht, für mich ist es so, wenn eine Frau in so hohem Alter das Testament noch ändern will, dann hat sie bloß ein Interesse. Welches? Auch der Kirche was zukommen zu lassen. Ja, also, wenn die alte Frau tatsächlich das Testament hat ändern wollen, dann hat sie bestimmt nicht den Neffen und die Nichte darüber informiert. Aber nehmen wir trotzdem mal an, es wäre der Fall gewesen. Ich halte den Leicht und die Pfeifer nicht für Leute, die deswegen eine alte Frau umbringen. Ja, Herr Holzmüller, ich habe die Absicht, am Wochenende eine Aufstellung zu machen. Über den gesamten Nachlass. Das verlangt das Gericht, das ist notwendig für den Erbschein. Ja, ich weiß, aber vorher müssen wir noch die Konten kontrollieren. Da Ihre Tante keines natürlichen Todes gestorben ist, ist eine Prüfung unumgänglich. Deswegen hätten wir Sie gebeten, Sie sollen uns eine Vollmacht geben. Was denn für eine Vollmacht? Naja, Sie entbinden die Bank vom Bankgeheimnis. Und zwar bräuchte ich das vom Konto Ihrer Tante und von Ihrem eigenen Konto. Von meinem Konto auch? Ja, Sie waren doch sowas Ähnliches wie ein Vermögensverwalter Ihrer Tante, ja, nicht? Und da ist es unsere Pflicht, die Abrechnungen zu kontrollieren. Eine Prüfung Ihres Kontos würde unsere Arbeit sehr erleichtern. Das dient alles nur zu Ihrer Entlastung. Ja, nun gut. Sind Sie hier vielleicht zu schauen? Ja. Aber was die Vertraulichkeit betrifft, Herr Holzmüller, so hoffe ich das. In dieser Richtung brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ja, also was ist nun? Ja, Zapf, alles in Ordnung. Ich habe die letzten 5 Jahre überprüft. Posten für Posten. Und nirgends eine Unregelmäßigkeit. Nicht das geringste Zeichen dafür. Ich habe mich die letzten 3 Tage mit nichts anderem beschäftigt. Und Sie dürfen mir schon glauben, dass ich... Das glaube ich Ihnen ja, dass Sie das alles ganz genau kontrolliert haben, ganz gewissenhaft. Das bestreite ich ja gar nicht, ziehe ich ja gar nicht in Zweifel. Das ist doch so. Ich habe einen Verdacht, nicht wahr? Und dem gehe ich nach. Und wenn sich herausstellen sollte, dass ich mich geirrt habe, dann sehe ich eben ganz finster. Dann weiß ich nicht, wo ich weitersuchen soll. Die Verhandlung hat ja bis jetzt nichts ergeben. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Wie hoch ist denn das Vermögen? Rund 220.000. Voller Hand. Ja, vor ein paar Jahren war es noch wesentlich höher, nämlich etwa 320.000. Aber in letzter Zeit war die Tendenz an der Börse ein bisschen ungünstig. Die Kursschwankungen, die waren enorm. Das habe ich mir auch erst sagen lassen. Zum Beispiel mit Investmentpapieren. Da wurde viel Geld verloren. Kann mir nicht passieren. Ich habe nur ein Sparbuch und da ist fast nichts drauf. Kannst du immer ruhig schlafen, nicht? Ja. Der Leicht, der hatte Konto voll mal, nicht wahr? Ja. Konnte also jede Summe abheben. Ja, theoretisch schon, ja. Wie ging denn diese Abhebung vor sich? Na, ist zur Bank gegangen, hat Geld abgehoben, beispielsweise 400 Mark, dann quittiert. Und dann hat er seiner Tante ausgehändigt und hat sich das wiederum quittieren lassen. Zwar in ein Heft, das habe ich hier da, das hat er mir gezeigt und gegeben. Ja, wurde regelmäßig Geld abgehoben? Ganz regelmäßig, also fast jeden Monat dieselbe Summe. Auch mal eine größere Summe, außer der Reihe? Nee, das nie. Was für Kontenbewegungen gab es denn sonst noch? Ja, dann und wann hat er Wertpapiere veräußert und von dem Erlös hat er dann andere erworben. Also über diese Geschäftsvorgänge, da liegen die Kauf- und Verkaufsabrechnungen bei der Bank vor. Das ist alles einwandfrei. Wenn Bezugsrechte anfielen, dann wurden die veräußert. Jede Veräußerung ist belegt und verbucht. Also wie gesagt, alles mustergültig. Man merkt, dass der Herr Leicht von Beruf Lehrer ist.
Denn wenn ich seine Arbeit irgendwie benoten müsste, würde ich sagen, eins mit Stern. Obgleich unter der Geschäftsleitung von Herrn Leicht das Vermögen von Frau B. zurückgegangen ist. Wesentlich sogar, haben Sie vorhin gesagt. Ja, mein Gott, Herr Zapf, bei Spekulationen auf dem Wertpapiermarkt, da ist alles drin. Das habe ich mir sagen lassen, nicht? Mal rauf und mal runter. 100.000 Mark, das ist kein Pappenstiel. Den Unterschied möchte ich ja wir springen können. Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie dem Leicht deswegen keinen Mord zutrauen. Das hast du gesagt, Schorsch. Naja, der Leicht soll jede Woche für mindestens 100 Mark im Lotto und Poker gespielt haben. Außerdem soll er es versucht haben, sich Geld zu leihen. So, woher wissen Sie denn das? Oh Gott, die Leute reden halt drüber. Einer heißt Schmidt. Schmidt? Ja, der Schachschmidt. Ach, Schachschmidt, das ist ein Pensionär. Ja. Älterer Herr mit Glatze, ne? Genau der. Ja. Sie kennen ihn? Ja, erraten wir. Ja. Nette Kinder haben wir. Ja. So ruhig, ja? Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Zapf. Guten Tag. Tag, Herr Schmidt. Was machen Sie denn hier? Wollen Sie auch eine Partie spielen? So viel Zeit habe ich leider nicht. Ich möchte mich bloß ein paar Minuten mit Ihnen unterhalten, wenn es geht. Jetzt? Ja, ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ja. Entschuldigen mich im Moment. Ich komme gleich wieder. Also, was wünschen Sie, Herr Zapf, bitte? Ich möchte gerne eine Auskunft von Ihnen, Herr Schmidt. Über wen denn schon wieder? Sie haben doch von dem Fall in Dürrmühl gehört, ne? Von dem Raubmord? Ja, genau. Man hat mir erzählt, dass Sie den Neffen der Toten sehr gut kennen. Ja, das stimmt. Seit wann kennen Sie ihn leicht? Lange Zeit, seit über 20 Jahren. Wir waren doch Kollegen. Ach, Sie waren Kollegen? Ja, ich war da an der Volksschule in Dürrmühl. Ach, wussten Sie das nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ja? Er schlägt die Dame auf die 7. Ja, dann schlage ich mit dem Springer die Dame. Aber Sie werden doch nicht im Ernst glauben, dass unser Leich mit dem Raubmord etwas zu tun hat. Ach, das halten Sie für ganz unmöglich. Otto ist ein grundanständiger Kerl. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals etwas Unkorrektes gemacht hat. Wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Herr Leicht war in den letzten Wochen nämlich in Geldverlegenheit. Allerdings. Ach, was wissen Sie denn darüber? Nicht viel. Nur, dass er versucht hat, mich anzupumpen. Wann war denn das? Einen Monat. Aha. Welche Summe wollte er sich denn leihen? 20.000. 20.000? Haben Sie ihn gefragt, wofür er das Geld braucht? Ja, selbstverständlich habe ich das gefragt. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, ich habe eine riesen Dummheit gemacht. Die größte Dummheit meines Lebens. Die muss ich jetzt ausbügeln. Hans? Ja? Er zieht den Springer nach F5. Dann mache ich die kurze Rochade. Haben Sie ihm das Geld gegeben? Nein. Darf ich fragen, warum nicht? Meine Tochter und mein Schwiegersohn wollen sich ein Haus bauen und haben mir versprochen, ihnen zu helfen. Ja? Er gibt mir die Spieler Schach auf E7. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ja, ich will Sie nicht weiter aufhalten. Vielen Dank. Ja, Niederschauen, Herr Schmidt. Wiedersehen. Ja, guten Tag, Herr Zapp. Was machen Sie denn hier? Kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Ja, natürlich. Wollen Sie mit mir nach Hause? Nein, aber ich kann Sie ein Stückchen begleiten. Ja. Ich habe hier im Grunde nur eine einzige Frage. Herr Leicht, wozu haben Sie kürzlich 20.000 Mark gebraucht? Wie bitte? Ja, Sie haben vor ungefähr einem Monat haben Sie versucht, sich 20.000 Mark zu leihen, und zwar von Ihrem früheren Kollegen, dem Herrn Schmidt. Also, ich verstehe nicht recht. Soll das bedeuten, dass Sie mich etwa verdächtigen? Wo? Das ist ja nur eine Frage. Das ist einfach eine Frage. Ja, aber hinter dieser Frage, da steckt doch... Ja, die Neugier eines Kriminalbeamten. Und darum frage ich nochmal, wozu haben Sie diese 20.000 Mark gebraucht? Ich wollte mir einen neuen Wagen kaufen. Ach, 20.000 Mark? Braucht das denn ein Lehrer? Warum nicht? Ich liebe Autos. Aber Sie haben doch schon einen Wagen, ne? Ja. Wie alt ist der denn? Ist 2 bis 3 Jahre alt. Das ist doch noch wie neu. Ja, aber ich wollte ein anderes Modell haben. Ach, Sie wollten? Ja. Sie haben aber kein anderes Modell gekauft. Nein. Warum denn nicht? Warum? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass ein neues Modell rauskommt. Und da habe ich mir gesagt, ich warte eben so lange. Ach so. Naja, aber Sie haben da sicher schon vorsorglich Kaufverhandlungen geführt. Wo wollten Sie denn das Auto kaufen? Nein, ich habe keine Kaufverhandlungen geführt. Also, ich muss jetzt unbedingt dringend nach Hause. Haben Sie noch Fragen? Auf Wiedersehen. Herr Leicht hat von der Bankvollmacht, die ihm seine Tante gegeben hat, über das erlaubte Maß hinaus Gebrauch gemacht. Er hat mit Ihrem Geld spekuliert und ist dabei natürlich auf die Nase gefallen. Wie Sie bei Ihren Prüfungen gemerkt haben werden, ist das Vermögen von Jahr zu Jahr kleiner geworden. Ja.
Die Kursverluste betrugen in den letzten 4 Jahren etwa 100.000 Mark. Das entspricht einem Drittel des Gesamtvermögens. Nun, als die alte Dame dieser Sache auf die Spur kam, war sie natürlich außer sich. Sie kam zu mir und sagte, ich zeige ihn an, ich enterbe ihn. Ich konnte das gut verstehen. Sie hat mit ihrem Mann ein Schuhgeschäft aufgebaut, hat 40 Jahre hart gearbeitet und hat Zeit ihres Lebens sehr sparsam gewirtschaftet. Sie wollen also damit sagen, dass die alte Frau Betz mit dem Gedanken gespielt hat, ihren Neffen anzuzeigen? Ja. Sie fühlte sich hintergangen, sie war wütend und aufgebracht, dass jemand ihr Vertrauen so missbrauchen könnte. Und ich sagte zu ihr, geben Sie ihm eine Chance. Und hat sie auf Ihren Rat gehört? Ja, nach vielem Wenn und Aber. Ich musste lange auf sie einreden. Aber ich hielt es für richtig, dass sie ihrem Neffen die Möglichkeit geben sollte, den Schaden wieder gut zu machen. Herr Leicht ist schließlich im Staatsdienst. Und eine Klage wegen Schadenersatz, Sie können sich vorstellen, was das für Konsequenzen gehabt hätte. Ja, ja, ja. Ach so, nein, er ist nicht ins Haus gegangen, in die Wohnung. Nein, er ist gleich zum Auto und sofort weg. Ohne seiner Frau Bescheid zu sagen, ja. Richtung Oschitz. Nun, ich bleib in seiner Nähe, vielleicht will der eine Dummheit machen. Verstanden, Schorsch. Ich halte hier allein die Stellung. Soll ich da Unterstützung schicken? Nein, das ist nicht nötig. Der Junge ist beim Notar. Okay, danke. Ende. Zapf? Herr Jung möchte Sie dringend sprechen. Ja, bitte, Zapf? Herr Zapf, ich komme gerade von dem Notar. Leicht muss in einer schlimmen Klemme gewesen sein. Die alte Frau Betz wollte ihn vor Gericht bringen, wegen Unterschlagung. Er muss in Panik gewesen Moment mal. Sein. Ich melde mich wieder. Sie hätten sich nicht bemühen müssen, Herr Zapf. Wenn Sie befürchtet haben, Selbstmord wäre der einzige Ausweg für mich, so einfach mache ich es mir nicht. Ich habe nur noch mal über alles nachdenken wollen. Ich habe viel nachgedacht in den letzten Tagen. Ich wäre jetzt anschließend sowieso zu Ihnen gekommen. Ich habe Ihnen vorhin nicht die Wahrheit gesagt, aber das haben Sie sicher gemerkt. Ich bin nicht sehr geschickt im Lügen, aber wusste gleich, dass Sie mich durchschaut haben. Ich wollte sie nicht töten. Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Vor 2 Jahren war es. Da kamen 2 Herren von einer Investmentgesellschaft zu mir. Sie nannten mich einen Dummkopf, der sein Geld in Pfandbriefen zu 6% anlegt. Es waren 2 junge, tüchtige Leute, schien mir. Geben Sie uns das Geld, sagten sie, bei uns kriegen Sie 20% Zinsen. 20%. Ich habe mich schließlich überreden lassen. Habe einen ziemlichen Teil der Pfandbriefe meiner Tante verkauft und den Erlös in Investmentpapieren angelegt. Ohne Ihre Tante darüber zu informieren? Ja, von der Rendite wollte ich ihr 10% lassen. Das sind immerhin 4% mehr, als sie von den Pfandbriefen hatte. 10% wollte ich für mich behalten. Ich hatte ein Recht darauf, Herr Zapf, denn jahrelang hatte ich der Frau alle Probleme abgenommen. Ihr die Geschäfte geführt. Nie habe ich einen Pfennig dafür bekommen. Immer nur der Hinweis... Du wirst eines Tages ja sowieso alles erben, zusammen mit der Annie. Ich wollte mich ja nicht unrechtmäßig bereichern. Naja, und dann kamen die verhängnisvollen Kursstürze, nicht wahr? Die Papiere fielen erst ein bisschen, dann um die Hälfte und dann schließlich immer mehr. So war es doch. Haben Sie auch mit Investments? Nein, ich habe das nur in der Zeitung gelesen. Ja, Herr Leich, dann steigen wir ein. Vermögensteuererklärung war fällig. Es fehlten 100.000 Mark. Das war entsetzlich. Ich habe mir einen Ruck gegeben. Habe der Tante alles gestanden. Ich wollte für den Schaden aufkommen. Doch sie sagte nur, was? Von deinem Lehrergehalt? Da zahlst du ja noch in 20 Jahren ab. Da bin ich ja längst unter der Erde. Aber darauf wartet ihr ja bloß. Sie hat mich gar nicht angehört. Sie ist sofort zum Rechtsanwalt. Warum hat sie Ihnen keine Chance gegeben? Oh doch, das hat sie getan. Ein Vierteljahr hat sie mir gegeben. Woher nimmt ein Mensch wie ich in der heutigen Zeit so schnell 100.000 Mark, Herr Fragis? Warum wollte sie nur vor Gericht? Warum die Anzeige? Warum wollte sie mich ruinieren?
Ich habe ihr doch gar nichts getan. Sind denn 200.000 Mark für eine Frau von 77 Jahren nicht genug? Sie muss mich gehasst haben.